Hallo Leute, euer Sephiroth begrüßt euch zu euch sind Ive, wir werden lesen zu Episode 11. Bisher bei Resident Evil Revelations. Keine Bewegung. Sie will den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffs aktivieren, um alle Beweise zu vernichten. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Sieht aus, als hätte meine kluge junge Assistentin den letzten Zug gemacht. Also, ist euch jetzt endlich alles klar geworden? Jessica! Tut mir leid, Parker. Wir sehen uns. Parker. Meine eigentliche Frage ist eigentlich, wie kommen wir jetzt von dem verdammten Schiff runter? Der Helikopter ist Schrott. Episode 11, Offenbarung. Hier ist Patrick, hören Sie mich! Aufnahme der Passagiere nicht möglich. Fliege weiter im Kreis. Patrick, Ende. Verdammt, was ist das? Wir schaffen das, Chris. Mit der Pistole ganz sicher nicht. Erstmal grünes Kraut aufsammeln, das ist immer gut. Da hinten ist nämlich noch eins. Ah, okay, ich glaube, ich habe einen Plan. Hoffe ich. Ich habe Munition für euch! Je. Yeah. Raketenwerfer. Feuer, Jill! Das beeindruckt ihn jetzt genauso viel wie alles andere. Ach, das geht. Wo ist denn meine Hawk? Danke, Munition. Da hinten schmeißt es ab. Das ist ein Held. Scheiße. Voll daneben. Gehst du mit? Oh, Scheiße. Munition. Au.
Schönen Dank. Okay, jetzt hat sich's wahrscheinlich beruhigt oder wir sind gestorben. War's das? Unglaublich, was ihr da gemacht habt. Ich lasse die Leiter runter. Kommt drauf. Das war's noch nicht. Wo lässt du denn die Leiter runter? Von dem Erdboden oder was? Sag ich's drin. Das war's nicht. Schneidet die Leiter ab, sagt er gleich. Jetzt wird's lustig. Jetzt macht's Spaß. Bereit, Chris? Ja. Ich glaube, lass mich schießen. Huah! So treffen wir nicht. Näher ran. Geht nicht. Zu viel Monster. Sie hat recht. Glaub mir. Na schön. Keine Granaten. Warum habe ich keine Granaten? Ich habe keine Granaten mehr. Fliegt der. Wenn meine Maschine so schnell überhitzt würde, ja. Okay, der Computer feuert auch nicht auf das Ding. Oh, wie lange ist denn das hier?
Danke. So, und jetzt? Das Herz. Jetzt kommt komischer Rauch aus seiner Schnauze. Ist das geil. Blödes Viech. Ich wusste, du machst mir Probleme. Nur Probleme. Und das war's dann wohl mit der Zenobia. Ich bin's. Lagebericht. Auf dem Rückflug. Wir haben Parker verloren. Jessica hat das Schiff zerstört. Die FPC. Oder Morgan. Er war uns die ganze Zeit voraus. Ja, ich verstehe. Ich will gar nicht daran denken, dass das Ganze ein Fehler war. Mein Fehler. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien. Und lassen Sie nichts aus. Okay, vor einem Jahr fing alles an. Genau hier, in Terra Gritia. Scheinbar geht's noch weiter. Oh, dann spielen wir mal noch eine Runde. Das wird jetzt noch weitergehen. Jetzt können wir höchstens so morgen sein. Sind wir in der Hölle? Ja. Man nennt sie Terra Grigia. Zum Kommandoraum. Wir sind auch Hunter. Schnell, sonst ist das Rescue fertig. Wollte den Geltungsbereich der FPC immer erweitern. Genau vor dem hier hat er die Welt immer gewarnt. Durch diesen Vorfall macht die Krise Schlagzeilen. Könnte gute Werbung sein. Ja, vielleicht begreift die internationale Gemeinschaft es dann. Die FPC braucht noch viel mehr Einfluss. Dinger. Jetzt ist wieder so. Raymond! Jessica, hilf ihm! Okay.
versteck mich heute dir. Ich habe weder Munition noch sonst irgendwann Scheißdreck. Oh, ich habe gerade einen mit einem Messer getötet. Dein Ernst. Messer. Du bist schwer verletzt, also tu nicht so. Gut, irgendjemand muss ihn stützen. Parker? Na toll. Das HQ will, dass du abziehst. Aber ich kann immer noch kämpfen. Nicht sehr überzeugend. Also los jetzt. Wir können noch nicht abziehen. Da draußen sind Zivilisten. Irgendwas... Wir sind in der Überzahl. Wir müssen uns sammeln. Na, jetzt kriege ich es mit so wenigen Leuten geschafft. Hat sie bewaffnet. Und ich. Ich habe sie bewaffnet. Terroristen müssen bestraft werden. Diese Bastarde. Sei mal so voll laut. Ehrlich. Schlimmer Kerl. Nichts. Nichts. Das Nichts ist sehr groß. Nichts. Wieder nichts. Noch mehr nichts. Finde ich klasse. Was man für nichts hier findet. Nur Pistolenmunition. Super. Ich liebe es. Besser wie nix, aber trotzdem. Es ist okay. Ich verschaffe euch Zeit. Geht ohne mich. Du bist zu jung für den Heldentod. Leiste was, bevor du dich opferst. Genau. So wie Parker. Das ist unglaublich schwierig mit einer KI, wo dumm ist wie Brot. Und Brot ist noch intelligenter. Gibt's hier irgendwas? Abgesehen von Pistolenmunition. Nein. Nein, gibt's nicht. Soll ich nicht noch? Ach so, ich kann ja nicht wechseln, wenn ich den Stütz. Nicht gut. Du verlierst Blut. Ehrlich? So riskant, ihn zu bewegen. Er braucht erste Hilfe. Ich kann nicht sehen, dass du jetzt Blut verlierst. Hier sollten wir sicher sein. Na toll, geh hier die Tür. Geh hier die Tür. Mach, ja, machst du richtig. Die medizinische Abteilung ist im vierten Stock. Da ist Verbandszeug. Wir kommen zurück, Kadett. Warte hier. Alles wird gut. Okay, gehen wir, Parker. Oh, toll. Gut, ich habe eh nichts anderes wie Pistolenmunition. Aufs Maul. Okay, hier gibt's was.
ist erschrocken. Blöde Anlage. Blöde brummende Anlage vor allem. Jessica, ich würde begrüßen. Wenn du dich übrigens mit beteiligst. Danke. Ey, da gibt's was. Gibt's irgendeine Munition? Ich bin fast schon gewillt zu schreien. Also, genau was ich brauche. Oh, geil. Okay, bis zur Emulsion, das scheint jetzt auch aufgebraucht zu sein. Am Schreibtisch haben wir wieder Handgranaten gefunden. Wir haben Schreibtisch Handgranaten versteckt. Das hat ein psychisches Problem, Leute. Mehr Hunter! Wer mich hört, komm zurück! Raymond hat Probleme. Wir müssen zurück. Ich wusste, der Anfänger würde nerven. Oh. Lass es nicht an ihm aus. Er ist nicht schuld. Und runter. Einen hast keine Probleme eigentlich. Aber mehrere sind natürlich schon ein ätzendes Problem. Hier rumzubrummen. Schrecklich. So, ich heb mal wegen die MG-Munition jetzt auf. Ja, ich komm doch schon. Hör zu, Kadett. Du wirst nicht sterben. Ich befehle dir zu überleben. Ich befehle es dir zu überleben. Jetzt muss ich doch trotzdem hier das nehmen. Da ist sowieso fast keine Munition mehr, danke Rand. Jetzt kümmern wir uns um unseren Kadetten. Bist du schwer verletzt? Okay, Kadett. Jetzt habe ich was gut. Ben, verstehe. Du willst etwas erreichen. Aber genug Heldentaten. Du gefährdest damit deine ganze Einheit. Willkommen in der Realität. Ja, Sir. Okay, gleich geht's dir besser. Ich glaube, ich kann gehen. Dann komm mit. Der Aufzug zum Kommandoraum ist gleich dort. Und aus 2 macht 3. Gute Logik. Mal schauen, ob der dritte Kadett genauso unfähig ist wie der Computer. Ich will ihn größer und vorrascht.
Wollt ihr? So, hier, Messer. Das ist echt nervig, dass man so wenig Munition hat. Wo bist du, Kadett? Ist doch schon drin. Was bist denn der, du? Irgendwas stimmt nicht. Was ist? Denk doch mal nach. Die Ablieferung und Verteilung dieser BOWs, das ist viel zu professionell. Wie haben sie es verdammt noch geschafft, das FBC-Netzwerk zu umgehen? Das passt einfach nicht zusammen. Außer jemand hat das alles geplant. Kadett, das geht zu weit. Wir sollen das Problem hier nicht untersuchen, sondern es lösen. Aber alles, was ich sage, ergibt Sinn. So, jetzt haben wir wieder Munition. Für die nächste Postapokalypse-Zeit. Für den nächsten 3 Minuten Abschnitt. Nochmal, da sind überall Halter. Der Kommandoraum ist gleich da. Halt den Kadetten am Leben. Du bist verletzt, aber bitte halt durch. Okay. Jetzt müssen wir wirklich außen rum latschen. Lalala, lalala, latsch, latsch, latsch. Ungutes Gefühl will ich jetzt. Okay, hier ist noch Munition. So, jetzt habe ich da hier Munition. Sehr schön. Da habe ich Munition. Grünes Kraut. Das verspricht eigentlich nichts Gutes, ne? Handgranaten. Noch mehr Munition. Das verspricht eigentlich sowas zu werden, dass jetzt auf Zeit. Jetzt müssen wir jetzt in die Mitte. Auf Zeit hier was basteln und Lust. Oh ja, grünes Kraut überall. Das ist schön. Ich liebe es. Zu wissen, was auf dich zukommt, schon. Och, ehrlich. Das ist wirklich nur ein Zugang, kann man ja gehen. Das ist euer Ernst, ey. Drin ist noch ein Pulsatoren-Munition, habe ich gesehen. Er hat es noch nicht geschafft. Gib ihm Deckung. Wo ist er? So können wir jetzt auch. Oder wie schaut's aus? Das war wohl der letzte Hunter. Hoffentlich. Jetzt zum Kommandoraum. Ne, glaube ich weniger, dass das der letzte Hunter war. So viel Munition, was ja eine ganze Armee kommen. Ja, ich verstehe. Und ich kann dich gut hören. Das sind ja ganz hervorragende Neuigkeiten. Es läuft einfach alles ganz nach. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Morgan, du wolltest, dass der Virus auf unserem Schiff ausbricht. Du hast uns ganz schön übers Ohr gehauen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr erfüllt noch einen wichtigen Zweck. Mit dem Schiff haben wir eine kontrollierte Umgebung. Und die Daten über eure Mutation werden einer guten Sache dienen.
deine Dreistigkeit und dein egomanischer Ehrgeiz sind beeindruckend. Mich ekelt immer wieder an, was ihr Amerikaner euch ausdenkt. Ich nehme das mal als ein Kompliment. Wir wussten, dass du ein Risiko für uns darstellst. Also haben wir alle Interaktionen aufgezeichnet. Wird das öffentlich, dann war es das für dich. Du, was du nicht lassen kannst. Der Einsatz des Satelliten wurde genehmigt. Der neue Virus wird damit vollständig ausgerottet. Du Bastard! Es führt dich gleich dahin, wo Antwort geben wird dein Auge, wenn du den Grund siehst von der Lüfte Regen. Du. Jessica ist entkommen. Wir waren so nah dran. Okay. Es tut mir leid, Raymond. Die ganze Zeit hattest du recht. Ja. Gut, dass jemand den Durchblick hatte. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen, Parker. Nächstes Mal rette ich Sie. Wir machen uns zusammen aus dem Staub. Sie sind mein Mann, Kadett. Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellten wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Sir, hätten Sie uns denn nicht einweihen können? Das Risiko war zu groß. Nicht mit einem Spitzel, der in der BSAA sitzt. Es tut mir sehr leid. Die ganze Arbeit. Und die Zenobia und die Semiramis. Ja, ich weiß. Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Reeves und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Die Datenanalyse von ihnen. Das Ergebnis ist da. Und? Was ist rausgekommen? Wir hatten ursprünglich vermutet, dass Veltro bei der Terra Grigia-Panik zwei Schiffe benutzt hat. Aber es gab ein drittes. Die letzte Queen. Damit ist diese Episode geschlossen. Und es heißt, auf zur letzten Queen Daito, glaube ich, war das. Komischer Name für ein Schiff. Ja, ungefähr 24 Spielminuten. Der Film ist immer bei 34. Das war's dann wieder. Ja, sehr viel Rot.